Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demos der PS1. Im letzten Part habe ich total bei Metal Gear Solid versagt. Und jetzt werden wir Max Power Racing machen. Was auch immer das ist. Wieso soll ich immer die Konsole neu starten? Du kannst mich mal. Ich habe dazu keinen Bock. Nach jedem scheiß Spiel mal eben erstmal neu zu resetten hier. Zeit ist Geld, mein liebes Spiel. Was ist das denn? Start drücken. Arcade Mode. Championship. Nicht Demo verfügbar. Nicht verfügbar. Allgemeine Optionen. Was gibt's denn da? Controller. Obwohl, kann man sich ja denken, wie das ist. Oh, Sprache kann ich auswählen. Oh, schade. Ja, das ist auch klar. Gut, dann machen wir mal einfach den Arcade-Mode. Mehr kann ich ja hier eh nicht machen. Arcade-Mode. Ja, dann mache ich das doch, ne? Gibt's nicht irgendwie mehr? Nur Durchlauf-Demo? Ich darf nur in den USA spielen. Na gut, dann machen wir das mal. Einen schicken Wagen noch auswählen. Ja, nicht verfügbar, weil dabei sieht der mega geil aus. Den hätte ich gerne. Voll die coolen Gangsterwagen hier. Ich darf nur diesen Kackwagen hier. Ja, okay. Oh, eine Teststrecke. Zeitfahren. Ich kann nur das Rennen machen. Ach Mann, du Demo, du bist doch... Bietest mir nicht viele Möglichkeiten und dann irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ach. Brumm, brumm, ja. Machen wir mal wieder ein nettes Autorennen. So zur Abwechslung. Ist doch auch mal was Feines. Naja, mal schauen. Oh, das sieht da richtig schön aus. Ich glaube, das war das, was ich so geliebt habe. Testcar? Oh, Rennenbeginn. Oh, das ist voll cool, glaube ich. Oh, seht euch mal diese schöne Strecke an. Oh, ist das schön. Oh, das gefällt mir mega gut. Oh Gott. Fahr! Ich bin der fünfte hier. Ich glaube, das ist der letzte Platz, oder? Kann das sein? Boah, durch die Wüste. Yay. Oh, ich bin nicht der letzte gewesen. Scheiße. Jetzt bin ich garantiert der letzte hier. Oh, aber die Strecke ist schön. Ihr seht euch das mal an. Wie wunderschön. Ja, fahr die Wände hoch. Genau. Aber das ist voll schick hier. Ja, gegen die Wand geprallt. Ich geh schon vom Gas runter hier in den Kurven. Wow, das war knapp. Ja, nochmal die Wände hoch. Juhu. Ich bin so schlecht. Yay, durchs Wasser. Cool. Oh, ich liebe diese Strecke. Die ist so geil. Das Autorennspiel ist eines meiner liebsten Rennspiele. Auch wenn die Steuerung hier extrem beschissen ist. Wow. Yay, wir sind über Bahngleise gefahren. Yay. Da hinten ist einer.
Ob wir ihn kriegen, ich weiß es nicht. Ja, nicht, wenn wir durch die Wüste fahren, Leute. Yay! Letzter geworden, juhu! Glaube ich jedenfalls. Oh, wir können uns mal angucken, wie wir gefahren sind. Jetzt wird's spannend. Ja, das sah ja wirklich super aus. Hey, da war die Kurve war ja richtig gut. Ja. Und dann wurden wir überholt. Und die Wände hoch, oder? Yay! Stylisch! Oh, aber die Strecke ist echt so schön. Ich liebe sie. Ich habe mich verliebt. Yay! Und gegen die Mauer geklatscht. Yeah, cool. Seht mal, wie knapp das war, ey. Krass. Ich glaube, der Wagen ist schlecht für dieses Gelände geeignet. Durchs Wasser habe ich es gut geschafft, wirklich. Vielleicht müsste es vorbei sein, oder? Wo ist denn das Ziel? Ach, da. Okay. Aber das war cool. Darf ich nochmal? Autos der weltweit führenden Hersteller. Ja, schön. Ich hätte gern einen Renault. Rennstrecken auf der ganzen Welt. Das nennt man ein internationaler Wettbewerb. Voll cool. Hm, du kannst überall fahren. Oh, einstellbare Eigenschaften der Fahrzeug. Tolles Deutsch. Ja. Kampf gegen die Elemente. Stelle dich gefährlichen Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Nebel, Regen und keine Ahnung. Ja, genau, hier Nebel, Regen, Stürme, Schnee. Hm. Geschwindigkeit, Geschick und Kontrolle, was ich alles nicht hatte. Zusammenstoßen, Geschwindigkeiten bis zu 240 Stundenkilometern, Driften und Aufprallschaden. All das gibt es nur hier bei C3 Racing. Powerline, du wirst rausgeschmissen, du darfst nicht nochmal fahren. Scheiße. Dann halt nicht. Puh. Ihr könnt mich mal. So. Okay, Leute, ich würde mal sagen, dann beende ich hier schon den Part. Und als nächstes dann, im nächsten Part, werden wir was machen? Cool, das ist nicht Quatsch, hatte ich ja schon mal. Cool, Borders 3 habe ich bei meinem Weihnachts-Special gezeigt. Ach so. Wir sind dann auch schon mit dieser Demo durch. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Demo und im nächsten Part sehen wir uns in der nächsten Demo wieder. Bis dahin. Ciao.